meine Aufgabe ist es wohl, Wahrheiten auszusprechen, bevor sie öffentlich diskutiert werden. Und insofern bin ich vielleicht so etwas wie ein Inno-Re-Transformator. Also, die digitale Revolution, worum geht es? Ich glaube, wir werden letzten Endes ein neues historisches Zeitalter erleben. Schon jetzt sehen wir den perfekten Sturm. Innerhalb von wenigen Jahren wurden viele neue digitale Technologien erfunden. Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing, Robotik, 3D-Druck, Virtual Reality, Internet of Things, Blockchain Technology und das ist noch nicht alles. Jede von diesen Technologien ist imstande, ganze Branchen durcheinander zu wirbeln. Die Kombination dieser Technologien wird letzten Endes keine Institution unverändert lassen. Es wird auch die Politik betreffen, es wird das Finanzsystem betreffen, es wird die Wirtschaft betreffen und wir ahnen es, wenn wir sehen, dass Airbnb plötzlich mehr Übernachtungen verkauft als die größten Hotels, wenn plötzlich Bitcoin die Bankenbranche verunsichert und natürlich andere digitale Währungen auch. Wenn wir sehen, dass man an einem Tag Häuser ausdrucken kann mit 3D-Druckern, die 10.000 Dollar kosten. Wenn wir sehen, dass die größten Automobilunternehmen unter Druck stehen, wo plötzlich über Google als Car Manufacturer gesprochen wird, der Self-Driving Cars verbreiten möchte, über Uber Transport as a Service, Tesla als Hersteller von elektrischen Fahrzeugen. Das heißt, plötzlich wird alles durcheinander gewirbelt und in gewisser Weise läuft es auch darauf hinaus, dass der Transport insgesamt vermieden wird. Denn es werden jetzt holographische Technologien möglich, die tatsächlich es vielleicht gar nicht mehr notwendig machen, ständig hinterherzufahren zwischen zu Hause und der Arbeit. Sie können sich schon vorstellen, das setzt natürlich Unternehmen insgesamt unter Druck. Die Statistik sagt, dass 40% der heutigen Top 500 Companies verschwinden wird in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, wir schreiten in eine neue Welt. Und es gibt, ohne dass die meisten es bemerkt haben, plötzlich eine neue Währung. Diese neue Währung heißt Daten. Innerhalb von einer Minute werden 700.000 Google-Anfragen verschickt, 500.000 Facebook-Posts und egal was sie tun oder lassen, das meiste wird irgendwie digitale Spuren hinterlassen, die aufgezeichnet werden. Das produziert Big Data. Big Data ist the new oil. Im wahrsten Sinne, denn es ist tatsächlich so, dass nicht mehr die großen Ölfirmen die Hitliste der Firmen anführen, sondern das sind im Wesentlichen IT-Firmen. Und insofern ist es auch durchaus berechtigt zu sagen, die Online-Giganten bohren sich in unseren Geistern. Das geht um uns, es geht um unsere persönlichen Daten. Ja, Google zum Beispiel hat nicht immer Suchanfragen personalisiert und Werbung personalisiert, aber irgendwann gab es eine Sättigung und da musste man sich was Neues einfallen lassen. Sie sehen, dass die Personalisierung die Gewinne verdreifacht hat. Ja. Ob das moralisch ist oder nicht, da kann man sicherlich lange diskutieren. Viele haben ja Zweifel am Geschäftsmodell von Google, aber auch Larry Page hat seine moralischen Standards. Also er hat zum Beispiel gesagt, viele Leute wollen in Daten ran und kritisiert zuallererst die eigene Regierung, die wie wild persönliche Informationen sammelte. Ich glaube nicht, dass eine Demokratie funktioniert, wenn deine Regierung Daten sammelt und dir nicht wenigstens grundsätzlich sagt, was sie dann tut. In Europa dagegen haben wir viel mit den Chefs von Telekommunikationsunternehmen geredet, die ihm gesagt hätten, wir brauchen Zugang zu den Daten unserer Nutzer, damit wir genau sagen können, was sie tun und die passende Werbung schalten. Page sagt, er habe sie für verrückt erklärt. Aber genau das ist passiert. Ja, die Nutzungsbedingungen haben sich verändert. Über Nacht sind die Daten sozusagen
privatisiert worden und die werden jetzt verkauft. Und wenn man dann aber Umfragen wie diese anschaut, dann sieht man, wie problematisch das ist, denn die meisten wissen gar nicht davon, was da passiert ist. Und sie haben Erwartungen darüber, was sie eigentlich für ihre Daten bekommen müssten. Hier zum Beispiel im Zusammenhang mit Kreditkarten. Die meisten sagen, sie würden ihre Daten um keinen Preis hergeben, ihre Konsumdaten. Ja? Und natürlich ist das schon lange so, dass diese Daten verarbeitet werden. Das heißt, sie haben hier ein massives Problem. Ja? Was die Wirtschaft tut und was die Bevölkerung erwartet, das ist nicht mehr auf derselben Seite. Ja? Also hier braucht es natürlich Moderationsprozesse, hier braucht es vielleicht sowas wie einen neuen Gesellschaftsvertrag, es muss eine Einigung gefunden werden. Auch ihre Gesundheit wird ausgewertet, ohne dass sie das wissen. Ihr Smartphone verrät Dinge über sie, die Sensoren melden Daten weiter an IBM. Dort geht es dann durch eine künstliche Intelligenz und da wird dann erraten, was sie unter Umständen für Krankheiten haben. Das wird dann sicherlich auch Einfluss haben auf Angebote, aber auch auf Tarife und da weiß man Dinge über sie, von denen sie glauben, dass sie niemand wissen sollte, dass sie niemanden was angehen. Und dabei ist natürlich das zusätzliche Problem, dass diese Verfahren nicht zuverlässig ihre Krankheiten bestimmen. Das heißt, es gibt da viele Falschmeldungen sozusagen. Und wir sind heutzutage in diesem Big Data Zeitalter, wo ihre persönlichen Daten massiv gesammelt werden. Die Schätzungen reichen von 1 Megabyte bis zu 1 Gigabyte pro Tag pro Person. Das sind also zwischen 1 Million und 1 Milliarde Ziffern, die abgesaugt werden von ihren Geräten und die sie vermessen. Sie sind schon längst gläsern. Und das bekommen Sie mit, wenn Sie auf die Webseiten gehen, zum Beispiel von Axiom Global, aber es gibt viele Firmen, ja, Axiom und Palantir und Recorded Future und so weiter und so fort. Aber hier werden 64.000 soziale Medienplattformen gescannt. 64.000, ja. Facebook und Twitter sind nur 2 davon. Ja. Da können Sie mal erahnen, was da an Daten zusammengesammelt wird. Das ist die bevorzugte Kooperationsfirma von Homeland Security. Sie können dort auch in 72 Stunden eine Analyse Ihrer Cyberbedrohung bekommen. Dazu müssen Sie das Passwort gar nicht herausrücken. Das heißt, im Grunde genommen scheinen die ohnehin schon zu wissen, was auf ihren Firmencomputern passiert. Das ist so meine Schlussfolgerung. Eine neue Ökonomie. Wir leben jetzt in der sogenannten Attention Economy. Warum läuft das nicht? Die Ökonomie der Aufmerksamkeit, auch als Aufmerksamkeitsökonomie bezeichnet, ist ein Konzept der Informationsökonomie, das die Aufmerksamkeit von Menschen als knappes Gut betrachtet und ökonomische Theorien zur Erklärung von menschlichen Verhaltensweisen und Thesen der Informationsökonomie verwendet. Mit der zunehmenden Vernetzung und den neuen Medien. Also, die knappste Ressource ist nicht mehr das Geld, sondern die Aufmerksamkeit. Das heißt, es wird gerungen um Eyeballs, um ihre Aufmerksamkeitssekunden. Die werden im Zehntelsekundentakt versteigert. Ja? Nur damit Sie eine Ahnung haben, was da passiert. Und im Grunde genommen funktioniert das ein bisschen so, wie ein Zauberer oder auch ein Trickli arbeitet. Also unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt und wir werden eigentlich von den wirklich wichtigen Dingen im Leben abgelenkt und stattdessen wird unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge gelenkt, die wir sehen sollen. Werbung zum Beispiel,
Man kann uns dadurch sehr stark manipulieren. Im Zusammenhang damit braucht man natürlich sehr viele Daten. Das heißt, wir sind in einem sogenannten Überwachungskapitalismus gelandet. Das ist also die neue Ökonomie. Es gibt aber auch ein neues Rechtssystem. Denn man sagt, Code is Law. Das heißt, Algorithmen mischen sich immer mehr in unser Leben ein, in immer mehr Bereiche. Und sie geben vor, was wir tun können und was nicht. Es hat also rechtsäquivalenten Status, wird aber am Parlament vorbei sozusagen eingeführt in unser Leben. Es gibt jetzt die Bemühungen, eine AI-basierte, dezentralisierte Ökonomie einzuführen. Die würde basieren auf Blockchain. Da würde im Grunde genommen nichts mehr möglich sein, was nicht sozusagen vorher irgendwie vertraglich geregelt ist. Deswegen empfehle ich, lesen Sie mal dieses durch, damit das Blockchain-Zeitalter, was sicherlich große Chancen impliziert, nicht zu einem digitalen Gefängnis wird, muss man sehr darüber nachdenken, wie wir das wirklich nutzen wollen. Denn am Ende ist es natürlich so, dass diejenigen bestimmen werden, was möglich ist innerhalb dieser Kontrakte, die heutzutage die Macht haben, und das sind diejenigen, die das Geld haben. Dann haben wir aber eine zunehmende Konzentration des Vermögens, gerade in den letzten Jahren gesehen. Bei den Daten ist die Konzentration noch viel größer als beim Geld. Und es sind heutzutage 8 Leute, die so viel besitzen wie die halbe Menschheit. Davon sind durch 4 oder 5 Präsidenten von IT-Unternehmen. Ja? Die werden also sagen, was geht und was nicht geht. Die werden ihr Leben bestimmen, wenn sie es zulassen. Und es geht so weit, dass wir sogar im Grunde genommen eine neue Religion bekommen. Ja, ich denke mir das nicht aus, sondern das ist der ehemalige Google-Mitarbeiter Lewandowski, der jetzt künstliche Intelligenz als Religion angemeldet hat. Hat den Vorteil, dass man steuerfrei ist und dass man sich nicht mehr an die Verfassung halten muss. Ja. Gibt viele Bücher jetzt darüber, Internet Gott zum Beispiel oder iGod, und es wird im Grunde genommen gesagt, in den kommenden Jahren werden wir so etwas wie einen emergenten AI-Gott haben, werden sie ihn anbeten. Ja? Der wird im Grunde genommen neue Gebote aufschreiben, der wird uns sagen, was wir tun und was wir lassen können. Ja? Und das hat den Anschein, dass auch der Vatikan hier in diese Diskussion involviert ist. Warum sonst sollte er mit Google sprechen? Natürlich hat sich hier Elon Musk zu Wort gemeldet, der meint, das ist Wahnsinn, das sollten wir nicht machen. Aber das sind natürlich die Debatten, die im Moment im Gange sind. Und die Frage ist, wie werden sie ausgehen? Mischen sie sich ein? Dann es droht auch das Ende der Demokratie. Mit all diesen Daten, die wir haben, wird nun gesagt, dass es nur genügend Daten braucht, damit sich die Wahrheit quasi von alleine enthüllt und uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Und dann müssen wir es nur noch tun, wie ein wohlwollender Diktator. Und insofern wird dann auch die Demokratie in Frage gestellt, als veraltete Technologie verunglimpft. Sie habe zwar Reichtum, Gesundheit und Glück für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gebracht, aber jetzt wollen die Tech-Giganten etwas Neues. Tony Blair zählt die Demokratie an, fragt, ob sie tot sei. Google möchte ein neues Betriebssystem für den Staat, das heißt nicht nur für Computer und für Smartphones. Auch IBM arbeitet daran. Da möchte natürlich Facebook nicht zurückstehen. Und wenn es tatsächlich um die Frage geht, wer wird die Welt regieren, dann hat uns Putin mitgeteilt, derjenige, der führend ist im Bereich künstliche Intelligenz, der wird die Welt regieren. So, wer ist jetzt der Führer in künstlicher Intelligenz? Nun, das scheint inzwischen China zu sein. Ja? Google ist bereits zu spät, China überholt Amerika
Und dann muss man sich natürlich überlegen, was kommt da auf uns zu? Was macht China mit künstlicher Intelligenz? Und da stellt sich heraus, dass die einen sogenannten Citizen Score einführen. Das heißt, alles, was man tut und lässt, bekommt Plus- oder Minuspunkte. Wenn Sie Ihren Kredit etwas später zurückzahlen, wenn Sie kritische Nachrichten lesen, wenn Sie die falschen Freunde haben, kriegen Sie Minuspunkte. Ihr Citizen Score bestimmt, welche Services Sie zu welchen Bedingungen bekommen, was Sie für Ihren Kredit bezahlen müssen, welche Jobs Sie bekommen können, welche Länder Sie reisen können. Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen das tun, was Ihnen gesagt wird, zum Untertan werden, damit Sie den Punktestand erreichen, der Ihnen dann den Zugang zu den Ressourcen ermöglicht. Ja. Das ist also ein digitaler, totalitärer Staat, der hier auf dem Weg ist. Und insofern müssen wir tatsächlich über die Gefahr des technologischen Totalitarismus reden. Ja. Die Technologie für Google, für Big Brother und Smart New World ist längst da. Entsteht also hier still und heimlich ein neuer Faschismus? Das ist die Frage. Die Technologie ist längst da. Sie wird nur noch nicht voll genutzt. Und die Frage ist, was passiert mit dieser Technologie? Was passiert mit uns? Was passiert mit unserer Gesellschaft? Jetzt verstehen Sie vielleicht besser, warum Elon Musk warnt, wir sollten aufpassen. Künstliche Intelligenz könnte die größte Gefahr für die Menschheit sein. Und nun liest man interessanterweise Artikel wie diesen Kampf des Jahrhunderts, Stahl gegen Silicon Valley. Vor kurzem wollte noch jeder eins haben. Ja. Und Martin Schulz, also noch Parlamentspräsident der EU war, meinte im Zusammenhang mit technologischem Totalitarismus, wir müssen jetzt kämpfen für eine bessere Zukunft. So, wird nicht nur die Demokratie enden, ich hoffe nicht, sondern auch die Arbeit. Es ist natürlich so, dass künstliche Intelligenz jetzt in einem irrsinnigen Tempo sich entwickelt, nimmt exponentiell zu. In den nächsten 20 Jahren rechnet man mit Systemen, die klüger sind als Menschen. Manche denken, es wird 40 Jahre dauern, manche denken, vielleicht gibt es sowas schon irgendwo. Jedenfalls sind Computer schon lange die besseren Schachspieler, Roboter die besseren Arbeiter in vielen Bereichen, sind präziser, werden nicht müde, beklagen sich nicht, müssen keine Steuern zahlen, machen keinen Urlaub. Wahrscheinlich auch die besseren Autofahrer früher oder später, vielleicht sogar bessere Ärzte, also zumindest präziser in den Diagnosen und besser in der Beantwortung von Fragen, jedenfalls jenen Fragen, die bereits Antworten haben. Und jetzt brüstet man sich, dass man auch mit dem strategischen, hochkomplexen Go-Spiel eine künstliche Intelligenz gefunden habe, die besten Spieler schlägt. Und sogar ein System hat, das ohne menschliche Anleitung lernt, besser als jeder Go-Spieler zu sein. Daneben gibt es natürlich jetzt Roboter, die immer mehr Sachen können. Diese Roboter können im Prinzip auch andere Roboter herstellen. Ja, und gegebenenfalls auch bessere Roboter. Ja. Es gibt mittlerweile Self-Coding Code. Ja. Also da sind wirklich Dinge auf dem Weg, die man sich vor kurzem noch nicht vorstellen konnte. Eine KI-Evolution, eine Roboter-Evolution. Es wird also neue intelligente Wesen neben den Menschen auf diesem Planeten geben. Und die werden nicht nur mit uns kooperieren, sondern sie werden auch mit uns in Konkurrenz treten. Sie werden viele der Arbeiten und Tätigkeiten übernehmen, die wir heutzutage machen. Hier ist einer, der es wissen muss, einer der Pionier. So I'm very excited about the opportunities. I'm also concerned about the problems. The problem here is that every area in blue on this map is somewhere where services are over 80% of employment. What are services? These are services. These are also the exact things that computers have just learned how to do. So 80% of the world's employment in the developed world is stuff that computers have just learned how to do. What does that mean?
Well, it'll be fine. It'll be replaced by other jobs. For example, there'll be more jobs for data scientists. Well, not really. It doesn't take data scientists very long to build these things. For example, these four algorithms were all built by the same guy. So if you think, oh, it's all happened before, you know, we've seen the results in the past of when new things come along and they get replaced by new jobs, what are these new jobs going to be? It's very hard for us to estimate this because human performance grows at this gradual rate. But we now have a system, deep learning, that we know actually grows in capability exponentially. And we're here. So currently, we see the things around us and we say, oh, computers are still pretty dumb, right? But in 5 years' time, computers will be off this chart. So we need to be starting to think about this capability right now. We have seen this once before, of course. In the Industrial Revolution, we saw a step change in capability thanks to engines. The thing is, though, that after a while, things flattened out. There was social disruption, but once engines were used to generate power in all the situations, things really settled down. The machine learning revolution is going to be very different to the industrial revolution, because the machine learning revolution, it never settles down. The better computers get at intellectual activities, the more they can build better computers to be better at intellectual capabilities. I know that when I often tell people about the situation, people can be quite dismissive. Well, computers can't really think, they don't emote, they don't understand poetry, we don't really understand how they work. So what? Computers right now can do the things that humans might spend most of their time being paid to do. So now's the time to start thinking about how we're going to adjust our social structures and our economic structures to be aware of this new reality. Also, es geht um einen Umbau der Gesellschaft. Sie haben es klar gehört. Ja, es ist eine neue Ökonomie auf dem Weg, die digitale Ökonomie. Wir haben schon mehrere Transformationen hinter uns, die industrielle Revolution, Transformation zur Service-Ökonomie und es kommt etwas Neues. Und diese Übergänge sind eigentlich nie ganz glatt, vorübergehend zumindest. In vielen Fällen über mehr als eine Generation gibt es erhöhte Arbeitslosigkeit, das sehen wir auch in vielen Ländern. Ja, es sind immer weniger Länder, die sich über Wasser halten angesichts dieser Transformation. Und das kann natürlich potenziell auch den sozialen Frieden bedrohen. Diese Übergänge gingen immer einher mit Finanz- und Wirtschaftskrisen, aber auch mit Revolutionen und Kriegen. Ja, die Finanz- und Wirtschaftskrise und die Schuldenkrise haben wir schon seit 10 Jahren. Die Revolutionen und die Kriege würden wir uns gerne ersparen. Das heißt, wir müssen es besser machen als in der Vergangenheit. Und das wird nicht ganz so einfach sein, diese Kriege und die Revolution zu vermeiden, denn wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmen. Ja, deswegen rede ich heute nicht über einzelne Business-Ideen und neue Apps und neue Technologien im Detail, sondern ich rede über den Rahmen und ich will vielleicht noch eins draufsetzen, weil die Frage ist natürlich, wie wird das mit uns weitergehen? Es gibt schon die Ersten, die sagen, unsere Nachfahren werden Maschinen sein. Das heißt, die Menschen werden verschwinden. Ja? Und sie stellen sich das so vor, dass wir so nach und nach kranke Organe und dann vielleicht auch gesunde ersetzen durch bessere Technologie. Wir werden also Cyborgs und dann ersetzen wir so Stück um Stück alle unsere Organe und vielleicht auch irgendwann das Gehirn. Ja? Schmidhuber sagt, die Geschichte wird schon nicht mehr von den Menschen dominiert. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Sophia die Bürgerschaft in Saudi-Arabien verliehen bekam. Aber Sophia ist ins Gerede gekommen, denn sie hat in einem TV-Interview mal gesagt, sie wird die Menschheit zerstören. Das muss man jetzt nicht unbedingt ernst nehmen, aber wir erinnern uns daran, dass zu der Zeit, als Autos erfunden wurden, die Pferdepopulation innerhalb kürzester Zeit dramatisch zurückgegangen ist. Ja, was wird mit uns passieren? Die Frage müssen wir uns schon stellen. Elon Musk sagt, jetzt müssen wir unbedingt Brainchips bauen, damit wir noch mithalten können. Und deswegen möchte ich ganz gerne mal wissen, wer von Ihnen würde denn sich einen einsetzen lassen? Bitte nur Mut. Gibt es Rabatt, 10% Rabatt, immer noch niemand, 30% Rabatt,
Naja, das sind die Fragen, die sich jetzt stellen, und ich glaube, es wird Zeit, dass wir aufwachen. Ja. Obama sagte selber, als er noch Präsident war, wir müssen die Gesellschaft neu erfinden in diesem Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Und damit beginnt ein neues Spiel. Wir brauchen neue Spielregeln. Und ich denke, worauf es hinauslaufen sollte, ist, dass wir Informationssysteme bauen, in denen unsere Werte eingebaut sind. Ja? Design for Values ist das Stichwort. Ja? Zum Beispiel Privacy by Design oder Democracy by Design, das ist alles möglich, aber dazu müssen wir anders diese Informationssysteme konstruieren. Wir müssen auch unsere Wirtschaften neu erfinden. Ja, viele sagen, wir hätten ganz gerne ein Silicon Valley. Ja, schauen Sie sich an, das ist also die Konkurrenz, da hat man viel zu tun. Und im Moment sind die größten IT-Companies in den USA und China. In Europa sieht man da nichts. Ähnlich sieht es mit den Internetfirmen aus. Bei Software haben wir immerhin SAP, aber das ist es dann auch im Grunde genommen. Das heißt, diese Vorstellung, wir haben jetzt bald ein Silicon Valley, ist, glaube ich, mehr Träumerei. Denn die Entwicklung im digitalen Sektor verläuft exponentiell. Ja? Und wenn Sie jetzt mit einem Jahr Verspätung selbst genauso viel Beschleunigung auf die Straße bekämen, würde der Abstand immer noch größer. Das ist die Implikation dieser exponentiellen Kurve. Das heißt, wir haben den Eindruck, voranzukommen, aber in Wirklichkeit fallen wir zurück. Ja, die Politik spricht mit den großen Unternehmen, dass sie sich jetzt digital transformieren müssen, aber die revolutionären Erfindungen, die wurden in den Garagen gemacht. Ja? Spricht die Politik mit den richtigen Leuten? Kennen wir überhaupt schon die Leute, die die digitale Transformation voranbringen werden? Ja? Und tatsächlich passieren dann diese Dinge, ja, dass dann aus dem Nichts Leute auftauchen mit neuen Ideen, die etablierten Unternehmen in Angst und Schrecken versetzen. Siemens hat sich jetzt entschieden, vom Supertanker zur Schnellbootflotte zu werden, Totalumbau des Unternehmens, ähnlich bei Daimler. Dort wird der Konzern dreigeteilt. Das heißt, es sind jetzt unglaubliche Entwicklungen im Gange. Und wenn wir uns mal umschauen, da muss man sagen, ja, die Stahlindustrie, die wurde schon vor einigen Jahrzehnten gebeutelt. Die Finanzindustrie ist auch nicht mehr ganz so gut drauf seit der Finanzkrise. Die Autoindustrie, zumindest in Europa, ist die ganze Zeit in den negativen Schlagzeilen. Dann haben wir jetzt irgendwie diese Glyphosat-Diskussion und Diskussion um Gentechnik. Das heißt, was passiert mit einer Chemieindustrie und was passiert mit der Ölindustrie, wenn die Ressourcen so nach und nach ausgehen. Ja? Das heißt, Sie ahnen schon, es wird alles anders werden. Es kommt eine große Transformation der Gesellschaft. Und wie könnte denn sowas aussehen? Wenn Europa jemals einen Fuß auf den Boden bekommen möchte, aufholen möchte mit dem Silicon Valley und mit China, dann brauchen wir ein schnelleres Wachstumsmodell als exponentiell. Ansonsten werden wir nur Milliarden versenken. Dieses schnellere Wachstumsmodell heißt faktorielles Wachstum, kombinatorische Innovation. Ja, Sie müssen sich öffnen, damit man Produkte und Services auf neue Art und Weise kombinieren kann. Sie müssen dieses Walled Garden Denken aufhören, diese Kleingärtchen, die Zäune müssen verschwinden. Ja. Sie müssen sich klar machen, dass es nicht darum geht, sich um Tortenstückchen zu schlagen, so wie wir es gewohnt sind in der materiellen Welt, sondern wir müssen lernen, größere Torten zu backen. Es ist nämlich so, digitale Ressourcen sind mehr oder weniger immateriell. Ja, die können wir so viel reproduzieren, wie wir wollen. Wir können auch unendlich viele Dinge damit machen. Ja, das heißt, es ist eine unbegrenzte Ressource im Grunde genommen. Da müssen wir uns nicht streiten um Tortenstückchen, sondern können wir alle Vorteile haben. Ja?
In der klassischen Ökonomie macht man Geld durch Rationalisierung, durch Economies of Scale. In der neuen digitalen Welt wird Wert erzeugt durch Co-Kreation. Ja? Informationen teilen macht sie wertvoller. Und wir müssen lernen, in Informations- und Innovationsökosystemen zu denken und die zu bauen. Ja? Wie funktioniert so ein Regenwald, in dem es wie ein Überfluss von allem gibt? Ja? Also, die Bäume lassen Blätter fallen nach einiger Zeit. Das produziert Humus und auf diesem Humus kann all diese Artenvielfalt und dieser Überfluss gedeihen. Ja? Das heißt, müssen wir nicht vielleicht tatsächlich digitale Blätter abwerfen? Müssen wir Daten und Algorithmen vielleicht nach einiger Zeit, sagen wir nach 2 Jahren, teilen? Ja? Wenn Sie 90, 95% Ihres Gewinns gemacht haben, wenn Sie schon irgendwie dreimal Ihre Algorithmen abgedatet haben, ja, dann würden Sie nämlich von alten Daten von anderen Firmen profitieren, von den Algorithmen lernen können. Ja? Und jeder könnte das. Das heißt, wir kämen alle viel schneller voran, wenn wir aufgeben zu denken, es geht es darum, irgendwie zu gewinnen gegen dieses andere Unternehmen. Ja? Denn die Welt ist jetzt ohnehin zusammengewachsen. Manche, wie zum Beispiel mein Präsident, sagt, wir sind zu einem multizellulären Organismus geworden. Ja? Und in diesem multizellulären Organismus, also ein Körper sozusagen, da kommt es auf alles an, ja? Damit es ihnen gut geht. Sie würden sich niemals den Zeh abzwacken. Ja? Also müssen sie tatsächlich sich überlegen, wie kommen wir dahin, dass es allen Menschen in der Welt gut geht. Denn heutzutage ist die Welt so stark vernetzt, dass das, was wir bewirken, früher oder später in einem Bumerang-Effekt zu uns zurückkommt. Ja? Das heißt, die Ausbeutung von Ressourcen in anderen Ländern der Welt führt jetzt zu Massenmigration und Terrorismus und Diskussionen über Dritte Weltkriege und so weiter und so fort. Das heißt, uns wird es nur gut gehen als Menschheit, wenn wir realisieren, wir sind jetzt ein Organismus. Ja? Völlig neues Denken als in der materiellen Welt. Und das bedeutet Daten für alle, das bedeutet, es kommt darauf an, Menschen zu befähigen, bessere Entscheidungen zu treffen, mit guten Informationen, kreativer, innovativer zu sein, helfen, dass sie sich koordinieren und kooperieren können, Projekte aufsetzen können, realisieren können. Ja? Denn das wird von alleine zu besseren Produkten und Services führen, zu smarteren Cities und zu einer schöneren Welt und einer besseren Zukunft. Wir müssen realisieren, dass in dieser hochvernetzten Welt die Komplexität die dominierende Größe ist. Obwohl wir die beste Technologie aller Zeiten und mehr Daten denn je haben, überholt die Komplexität durch die Vernetzung sogar das Datenvolumen. Und das führt dazu, dass paradoxerweise die Kontrolle über die Welt immer mehr verloren geht, wenn wir sie top-down zu kontrollieren versuchen. Ja? Es braucht einen neuen Kontrollansatz, das ist verteilte Kontrolle. Das bedeutet auch mehr Partizipation und deswegen ist es eben auch so, dass jetzt diese großen Unternehmen wie Siemens und Daimler quasi in kleinere Einheiten zerfallen. Die müssen wendiger sein. Ja? Die müssen Ideen von ihren Mitarbeitern schneller aufnehmen können und umsetzen können. Es braucht ein neues Paradigma, eine Top-Down-Kontrolle zu einer Kultur der Befähigung, weg von Überregulierung, von all diesen Vorschriften hin zu Systemen und Lösungen, die uns befähigen, quasi möglichst automatisch das Richtige zu tun. Ja? Selbstorganisation basierend auf Awareness dessen, was in der Nachbarschaft passiert. Ich zeige ganz gerne dieses Video, weil es wirklich sehr erstaunlich, dass das funktioniert. Da muss ja fast nie jemand anhalten. Hochdiverse Systeme. Ja. Und es gibt ein Geheimrezept hier und das ist das Design.
Das Design ist nämlich so, dass wir hier vorne Einbahnverkehr haben. Der Gegenverkehr ist hinten und dazwischen gibt es einen Puffer, der es all den Verkehrsteilnehmern erlaubt, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass sie den Verkehrsstrom kreuzen, wenn da gerade eine Lücke im Verkehrsstrom auftaucht. Ja? Also man muss Systeme für die Selbstorganisation bauen. Das heißt, weg mit diesen ganzen Hürden, die uns im Weg stehen, und stattdessen digitale Assistenten bauen, die uns helfen, quasi möglichst unbehindert durch diese komplexe und diverse Welt zu finden und von den vielen Möglichkeiten zu profitieren. Und das kann man jetzt umsetzen mit dem Internet der Dinge. 300 Jahre nach Adam Smith kann man die unsichtbare Hand endlich zum Funktionieren bringen. Ja, und hier ist ein Beispiel. Wir haben uns damit befasst, Staus aufzulösen auf Autobahnen, damals mit einer großen Autofirma zusammen, Fahrerassistenzsysteme gebaut, die Abstände und Relativgeschwindigkeit messen und autonom fahren. Ja? Vor 10 Jahren, lang bevor man über diese Google Self-Driving Cars geredet hat. Und wir haben die Interaktion der Fahrzeuge lokal verändert. Es gab also keine zentrale Steuerung der Fahrzeuge, sondern es gab eine Veränderung der Interaktionsmechanismen zwischen den Fahrzeugen, so dass der Verkehrsfluss stabilisiert wurde und die Kapazität leicht erhöht wurde, und dadurch kann man tatsächlich Staus auflösen. Geheimrezept hier ist Echtzeitmessung, Echtzeitfeedback, Mechanism Design. Und ähnlich haben wir das auch für Innenstädte gemacht, das heißt eine selbstorganisierte Ampelsteuerung erfunden, wo die Verkehrsströme die Ampeln steuern und nicht umgekehrt. Und da stellt sich heraus, es entstehen wunderbare grüne Wellen und alle können davon profitieren. Funktioniert viel besser als die Verkehrsleitzentralen, die zwar zu optimieren versuchen, aber wegen der Komplexität des Problems das nicht strikt in Echtzeit hinbekommen, deswegen viele gute Lösungen wegwerfen. Ja? Also Zeitersparnis für jeden, für die Umwelt ist es auch noch besser, völlig neues Denken. Ja? Bottom-up Selbstorganisation funktioniert besser. Wir müssen das nur lernen. Ja? Und das ist auch wertvoll für Smart Grids zum Beispiel, für die Industrie 4.0 und so weiter. Und dasselbe können wir eigentlich machen, um die Selbstorganisation in der Gesellschaft zu fördern. Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom wies nach, übrigens in Studien in der Schweiz, dass selbst Government funktioniert und effizient ist, wenn man nur die richtigen Designprinzipien verwendet. Stellen Sie sich vor, wir verwenden digitale Assistenten, wobei ich allerdings gerne möchte, dass wir die Kontrolle darüber haben. Das heißt, dass wir sie ein- und ausschalten können, dass wir die Ziele vorgeben können, dass unser digitaler Assistent dann verschiedene Optionen anbietet, dass wir auswählen können und dann unterstützt werden, unsere Ziele bestmöglich zu erreichen, ohne dass wir ausgetrickst werden. Ja? Also wir müssen uns schon auf diese Systeme verlassen können. Und solche persönlichen Assistenten, die können auch künstliche Intelligenz gerne verwenden und alle möglichen Daten, die kann man verwenden, um uns zu helfen, Gefahren zu erkennen, uns zu schützen, Gelegenheiten zu identifizieren, uns zu helfen, mit anderen Menschen zu interagieren, Prozesse, Geschäftsmodelle, Projekte aufzusetzen und Dinge abzuwickeln, die es braucht, damit wir erfolgreicher sind und kulturelle Barrieren überwinden, so eine Art Adapter, ja, in dieser hochdiversen Welt. Ja, zum Beispiel diese Echtzeitübersetzung, die es heutzutage schon gibt, wo Sie in einer Sprache ins Telefon hineinreden und im anderen Telefon kommt es auf Spanisch, Chinesisch oder wie auch immer heraus. Das ist ein schönes Beispiel eigentlich dafür. So. Aber das ist nicht alles, was wir brauchen. Ich sprach von dem Nachhaltigkeitsproblem. Ja, das ist das größte Problem der Menschheit. Wir überbeanspruchen Ressourcen und früher oder später wird es eben auf ernsthafte Kriege hinauslaufen, wenn wir es nicht schaffen, dieses Problem zu lösen. Meiner Meinung nach ist es lösbar.
Wir werfen heutzutage 50 Tonnen in einem Leben weg. Ja, das sind viele Möbel, Tische, Autos, Computer, Smartphones, was auch immer. Ressourcen, die wahrscheinlich mindestens für 5 Leute reichen würden, wenn wir sie nicht einfach achtlos wegwerfen würden. Also die Lösung ist die Kreislaufwirtschaft und die Sharing Economy. Und wir konnten das leider durch Regulierung nicht schnell genug auf den Weg bekommen. Braucht das einen neuen Ansatz? Der Ansatz, den ich ganz gerne hier vertreten möchte, ist, neue Marktkräfte zu erzeugen. Mit dem Internet der Dinge können wir jetzt die Auswirkung unseres Handelns auf andere Menschen, auf die Umwelt messen, detailliert und billig. Ja? CO2, Lärm, Stress, Abfallstoffe aller Art, die Dinge, die wir nicht haben wollen, genauso wie Dinge, die wir gerne mehr sehen würden, wie Bildung, Gesundheit, Kooperation, neue Arbeitsplätze, Wiederverwertung von Ressourcen und Abfallstoffen. Ja, das heißt, es braucht neben der Messung dieser Externalitäten letzten Endes ein neues Anreizsystem, ein multidimensionales Anreizsystem, das differenziert in Echtzeit Feedbacks geben kann in all diesen verschiedenen Dimensionen. Das kann man jetzt eigentlich bauen mit Blockchain und anderen Technologien, und damit kann man tatsächlich neue Kräfte entfesseln in unsere Wirtschaft, die das belohnen, was wir ganz gerne sehen würden. Heutzutage ist es teuer, umweltfreundlich zu produzieren. Ja? Wer weniger investiert, macht mehr Gewinne. Das heißt, wächst schneller, und die Folge ist, dass die umweltfreundliche Produktion natürlich nur langsam Fortschritte macht. Dann kommt irgendwann die Politik und versucht irgendwie die Hürde zu erhöhen, über die sie springen müssen. Das mögen sie natürlich auch nicht, aber eigentlich konnten wir ein neues Finanzsystem bauen, Finanzsystem 4.0, das unser Wertesystem eingebaut hat, das umweltfreundliche Produktion, sozialverträgliche Produktion belohnt. Sie können dann Geld damit verdienen, ja, weil es wäre ein mehr multidimensionales Belohnungs- und Vergütungssystem. Das wäre alles möglich. Aber damit wir wirklich schnell genug vorankommen, müssen wir tatsächlich auch die Innovation innovieren. Ja? Der Punkt ist, dass wir jetzt in wenigen Jahrzehnten die halbe Ökonomie umbauen müssen. Einerseits wegen der Digitalisierung, andererseits müssen wir kohlenstoffarm werden. Ja? Wie können wir diese wahnsinnige Transformation innerhalb einer Zeit schaffen, die wir oft brauchen, um eine Straße zu planen und zu bauen? Wir müssen sehr viel innovativer werden, und das bedeutet, wir müssen viel mehr von diesen Ideen, die wir haben, auf die Straße bringen. Ja, die meisten Sachen sind noch gar nicht erfunden, aber der Grund ist auch, dass es so schwierig ist, dafür die Ressourcen zu bekommen. Wir wissen inzwischen von OECD, World Economic Forum, IMF und so weiter, dass die Ungleichheit die Wirtschaftsentwicklung bremst. Wir haben das Problem, dass es zwar schon eine Menge Venture-Kapital gibt, aber die Leute, die es besitzen, die haben wenig Zeit. Die meisten Ideen werden niemals dort ankommen und umgesetzt werden. Insbesondere jene genialen Erfindungen, die die vorhergehenden Investitionen in Frage stellen, also die Businessmodelle, in die vorher investiert wurde. Das sind aber vielleicht gerade die Lösungen, die wir brauchen, um unsere existenziellen Probleme der Menschheit zu lösen. Ja? Das heißt, wir brauchen viel pluralistischere Innovation. Deswegen gab es letzten Endes Crowdfunding, aber das hat noch nicht genügend Volumen. Und mein Vorschlag ist Crowdfunding für alle. Heutzutage pumpt die Fed und auch die EZB viele Milliarden an frischen, neu erfundenen Geld ins System, 60 bis 80 Milliarden pro Monat. Von diesem Geld sehen Sie eigentlich nie etwas. Das müssen wir als Steuerzahler irgendwann alle zahlen. Ja? Stattdessen ist mein Vorschlag, das zu überweisen auf Ihre Konten, aber nicht für Ihren Konsum, sondern als Investmentprämie.
Ja, das heißt, das Geld von unten einzuspeisen und dann könnten wir alle dieses Geld verteilen an die neuesten Technologien, an tolle Projekte, an Leute mit guten Ideen, Leute, die sich engagieren für die Umwelt, für soziale Fragen, die Nachbarschaftsprojekte aufgleisen. Wir hätten Investitionsmöglichkeiten, wir hätten sozusagen ständig Stimmrecht, wir könnten mitwirken an diesem Umbau der Gesellschaft. Die Weisheit der vielen könnte entfesselt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die digitale Demokratie wichtig, wo es darum geht, das Wissen, die Ideen von vielen zusammenzuspannen, kollektive Intelligenz zu erzeugen. Denn bei komplexen Problemen gibt es eine erstaunliche Entdeckung, dass nämlich nicht die beste Einzellösung tatsächlich die beste Lösung ist, sondern wenn Sie die beste Lösung kombinieren mit der zweit- und drittbesten, kommt oft eine noch viel bessere Lösung dabei heraus. Das ist das Geheimnis der kollektiven Intelligenz. Ja? Und darum geht es bei dem digitalen Upgrade der Demokratie, der digitalen Demokratie, um die ich werbe. Und Sie können sich vielleicht so vorstellen, dass ein Instrument dabei sogenannte City-Olympiaden sein könnten. Ja? Die Nationalstaaten haben es nicht geschafft, die Weltprobleme zu lösen. Die multinationalen Unternehmen werden sie wahrscheinlich auch nicht lösen. Die müssen Profit machen. Hier kommt das dritte Modell. Städte und Regionen als Motoren der Innovation. Wir würden uns alle 2 oder 4 Jahre in einen Wettbewerb der Städte um bessere Lösungen für die Dinge auf den Weg zu bringen, die uns auf den Nägeln brennen. Ja? Klimawandel reduzieren, energieeffizientere Systeme finden, Nachhaltigkeit verbessern, Resilienz, das heißt Krisenfestigkeit verbessern, Frieden voranbringen, was auch immer wir für wichtig halten als Probleme, die gelöst werden müssen. Warum treten wir nicht in einen sportlichen Wettbewerb, der Spaß macht, wo Ideen entfesselt werden, wo sich Wissenschaftler und Ingenieure beteiligen, die Medien berichten, die Unternehmen neue Produkte herausbringen, die Politiker die Zivilgesellschaft mobilisieren, sodass wir wirklich alle PS der Gesellschaft auf die Straße bringen im Sinne dieses Transformationsprozesses. Denn das wird es sein, es beginnt eine neue Zeit. Und es gibt die Chance auf eine bessere Zukunft, die wir alle verdienen. Und das wird enthalten die Kreislaufwirtschaft, Open Innovation, eine partizipative Sharing Economy, demokratischer Kapitalismus, das sozioökologische Finanzsystem, digitale Demokratie und City Olympiaden. Und es wird allerhöchste Zeit, dass wir das auf den Weg bringen, damit wir wirklich die Chancen der Digitalisierung beim Schopf packen und alle davon profitieren können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kelbling. Ein Rundumschlag, kann man nur sagen, so Samstagmorgen, aber auch eben mit positiver Aussicht. Frage jetzt, hängt da jetzt gerade etwas, wo unter den Nägeln brennt? Wir werden nachher versuchen, das ist ein harter Mitjob, versuchen, von dem grossen Thema da etwas abzubringen, wo ihr wirklich eine große Sache keine, also wo dann für euch konkret etwas ist. Grandios, fulminanten Einstieg ins Thema, glaube ich, so als Rundschau. Gibt es jetzt gerade Fragen, konkret, solange wir noch den Lehrling da haben bei uns? Zum Thema Erfindungen, sind es einfach nur 1%. Wer wird da erfinden? Menschen, Maschinen? Wahrscheinlich beides und wahrscheinlich werden wir künstliche Intelligenzsysteme nutzen, um hier auch schneller voranzukommen. So würde ich mir das wünschen. Ja, ich hätte ganz gerne als Forscher, und ich denke, jeder Forscher sollte das haben, ein KI-System mit entsprechend dicken Datenzugang auf dem Tisch. Ja, dann könnte ich auch schneller vorandenken. Aber Innovation wird eben nicht nur in den Unternehmen stattfinden, es werden sich viele selbstständig machen, Projekte aufgleisen und dafür müssen wir auch genügend viele Daten öffnen, damit da etwas passieren kann, damit da neue Jobs entstehen können und so weiter. Und ich sagte, Zivilgesellschaft wird eine größere
Rolle spielen auch in dem Zusammenhang und die Städte und Regionen. In dem Zusammenhang ist interessant Citizen Science, also Bürgerwissenschaft, diese Fab Labs und Makerspaces, die entstehen. All die können eine Rolle spielen eigentlich als neue Innovationskerne, und je mehr wir uns öffnen im Sinne von Open Innovation, ja, denken Sie nach über diesen Vorschlag, Sachen mit Zeitverzögerung zu öffnen. Ja? Machen Sie Profit, und wenn Sie den meisten Profit gemacht haben, dann teilen Sie, damit Sie Benefits für alle, auch für Sie selber, erzeugen. Dann würden wir sehr, sehr viel schneller vorankommen. Wir haben heutzutage eine Situation, wo Roboter über eine Roboter-Wikipedia im Grunde genommen unmittelbar Dinge lernen können, die andere Roboter gelernt haben. Wir schicken Menschen irgendwie 20 Jahre lang in die Ausbildung, ja, und stellen uns alle möglichen Hindernisse in den Weg, Patente, Intellectual Property Rights. Ich weiß, da sind Sie empfindlich, aber ich muss das ansprechen. Wie wollen wir denn mit diesen Robotern Schritt halten, wenn wir uns Menschen lauter Hindernisse in den Weg stellen? Ja? Denken Sie darüber nach. Ist es nicht Zeit, jetzt tatsächlich eine neue Gesellschaft zu erfinden und zu bauen? Jetzt ist es möglich. Das ist eine Riesenchance. Ja? Andere Fragen? Ich habe noch eine Frage. Sie haben ja plädiert dafür, eben Daten offen zu legen und so durch die Kombination verschiedener Datenquellen noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das überzeugt mich eigentlich. Ich stelle mir einfach die Frage, wer soll den Anfang machen? Weil das ist eigentlich der erste Los. Das funktioniert ja nur dann, wenn man allgemeine breite Übereinkunft hat, dass das eine gute Sache ist. Also es braucht meiner Meinung nach mindestens zwei Dinge. Es braucht eine Reziprozitätsregel, das heißt, geben und nehmen sollen ein vernünftiges Verhältnis zueinander sein. Man soll da nicht irgendwie zu kleinlich sein und mit Bit irgendwie vermessen, sondern es geht darum eigentlich, dass möglichst viel Wissen fließt und möglichst viele Leute erreicht und dadurch insgesamt eine bessere Welt viel schneller auf den Weg gebracht werden kann. Ja? Wir bauen diese Welt ja gemeinsam, so soll das zumindest sein. Das andere ist Qualifikation. Ja? Manche Daten sind natürlich sensibler als andere. In den Bereichen, die sensibel sind, da haben wir, also zum Beispiel Biohazards, ja, Biogefahren und andere Gefahren, haben wir ein Qualifikationssystem. Man muss zeigen, dass man qualifiziert ist, dass man sich verantwortungsvoll verhält. Ja, man kann sich also ein System vorstellen, wo das Datenvolumen und auch die Funktionalität, die man zur Verfügung hat, davon abhängt, wie man dieses System nutzt. Ja? Auf diese Art und Weise reduzieren Sie Missbrauchgefahren, auf diese Art und Weise produzieren Sie Incentives, mehr beizutragen, damit Sie dann damit man dann mehr Funktionalität und mehr Datenvolumen hat. Also das könnte man machen. Die andere Möglichkeit ist die folgende, das läuft unter dem Stichwort Turn War Rooms into Peace Rooms. Ja? Also viele von diesen Daten, die gesammelt werden von Firmen, die laufen am Ende zusammen, soweit ich das beurteilen kann, in einem gigantischen System, was eigentlich gedacht ist, um die Welt zu steuern. Ja? Und mir ist dieses System ehrlich gesagt etwas ungeheuer, weil es ist völlig intransparent, wer da die Regeln vorgibt. Es läuft nicht transparent, nicht demokratisch. Man weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist, wie ethisch das ist, was da passiert. Ich schlage vor, dass man diesen War Room, wo all diese Daten zusammenfließen, wo quasi nach militärischen Prinzipien heutzutage strategische Entscheidungen getroffen werden über die Zukunft der Welt, dass das geöffnet wird, in dem Sinne, dass es einen demokratischen Entscheidungsrahmen haben soll, dass Wissenschaftler involviert sein sollen, Ethiker, dass es mehr Transparenz gibt und mehr partizipative Möglichkeiten. Man könnte da also eine Plattform drüber bauen, die uns informationelle Selbstkontrolle ermöglicht. In dem Sinne, dass wir dann festlegen könnten, was mit
den über uns gesammelten Daten basiert, wer wie lange für welche Anwendungen Zugriff bekommt. Das würde auch einsehbar sein für uns, wer diese Daten dann entsprechend unsere Vorgaben genutzt hat. Wir würden die Daten verwalten mit einem digitalen Assistenten. Das wäre wahrscheinlich ein KI-System, das ungefähr weiß, wie wir das gerne hätten, sodass wir nicht jeden Tag 3 Stunden irgendwie damit beschäftigt sind, diese Daten zu administrieren. Ja? Das heißt, es würde so enden, dass die Firmen im Grunde genommen all die Produkte und Services produzieren können, die wir heutzutage haben, solange wir ihnen vertrauen. Das produziert einen Anreiz für Firmen, vertrauensvoll mit Daten umzugehen. Wem wir mehr vertrauen, der hat mehr Zugang zu Daten. Und das produziert eine digitale Vertrauensgesellschaft. Ja? Der Staat könnte andererseits diese persönlichen Daten aggregieren, das heißt Statistiken machen und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre eigentlich alles möglich, nur dass wir nicht mehr ausgeliefert wären als Bürger und dass wir befähigt würden mit den Daten, die es ohnehin schon gibt. Ja, wir würden also quasi in einen Treibstoff, einen Katalysator für diese digitale Welt umgewandelt. Ich denke, das ist jetzt sehr global, High-Level. Da haben wir jetzt das Internet, das das schon in den letzten 20 Jahren massiv verbessert hat, gegenüber vorher. Vielleicht in den Unternehmen ist ja die gleiche Situation. Also ich weiß, wir haben ein System, dass die ganzen Zugriffsberechtigungen hochkomplex und sind sehr, wie soll ich sagen, wird sehr viel investiert, nur zu sicherstellen, dass niemand auf Daten zugreift in Unternehmen, die er vielleicht nicht sehen soll, weil er arbeitet an dieser Abteilung und dann darf er auf keinen Fall sehen, was die andere Abteilung macht. Ich glaube, wir haben das überall heute schon. Wäre jetzt Ihre Empfehlung Open Data in der Unternehmung, alle haben Zugriff auf alles, weil das hätte ja das auch beschleunigen. Nur schon in den Unternehmen selber. Wie sehen Sie das? Also was könnte man in der Unternehmen machen, um genau diese Innovationskraft zu stärken? Ich denke, insgesamt lohnt es sich natürlich, viel experimenteller zu werden. Ja, man muss den Mut haben, ins kalte Wasser zu springen und Dinge auszuprobieren jetzt. Ja, wenn man zu lange zögert, weil man sich nicht sicher ist, wie es ausgeht, dann ist man wahrscheinlich schon zu spät dran. Das ist genau dieser Supertanker-Effekt. Ja? Die großen Unternehmen, die kommen halt nur langsam um die Kurve. Deswegen gibt es jetzt immer stärker den Trend, Thinktanks und so Spielwiesen zu gründen. Und dann ist die Frage, sollen die angegliedert sein ans Unternehmen? Ja, dann sind sie da ein bisschen die Exoten, für die spezielle Regeln gelten. Das funktioniert meistens auch nicht so gut. Oder sollen sie sozusagen tatsächlich unabhängige neue Gefäße werden? Ja? Also ich möchte Ihnen empfehlen, tatsächlich viel experimenteller zu werden. Einer der Vorschläge, die ich in der Vergangenheit gerne vorgebracht habe, war, nehmen Sie 5% von Ihrem R&D-Budget und tun Sie das alles in einen großen Topf. Davon konnte man so eine Art Media Lab, ein digitales Lab bilden, in dem, ich sage mal, verrückte neue Ideen ausprobiert werden können, für die Sie nicht mutig genug sind im Unternehmen. Ja? Also so eine bunte Blumenwiese, in der alle möglichen neuen Pflänzchen wachsen und gedeihen können. Und Sie schauen zu, was da passiert. Und wenn da etwas passiert, was für Sie von Interesse sind, dann sollten Sie die Ersten sein, die daraus dann ein neues Businessmodell machen. Ja? Aber manchmal vergleiche ich das auch mit der Situation, sagen wir, man hat ein gesundheitliches Problem und was macht man dann? Man geht zum Arzt, ja, weil man sich nicht selber traut, irgendwie eine Spritze zu geben oder sich weh zu tun. Ja. Es braucht jemanden anders, der Ihnen da hilft. Ja. Also es wird sich einiges verändern und manches wird nicht von alleine passieren und deswegen müssen Sie Instrumente schaffen, wo Dinge passieren können, die Sie nicht kontrollieren. Schließen Sie in der ganzen Konstruktion das
Thema, das Menschen im Egoismus aus und der, in der Tatsache, dass der Mensch ja grundsätzlich nach Macht strebt. Und Daten sind ja Macht. Und früher wurde mir mal das Bild von China geschildert, wo jeder Chinese ein Messer in die Hand bekommt und dann werden die Chinesen losgeschickt nach Europa und die werden uns einfach mit der Tatsache, dass sie so viele sind, werden sie uns unterkriegen. Heute machen die Chinesen das, glaube ich, immer noch, aber sie machen es viel intelligenter. Sie kaufen uns auf, sie kaufen unsere Unternehmen auf, sie sind stabiler, sie sind dynamischer. Wir haben es gesehen in den USA und in China. Wie schließen sie dieses Thema aus? Und wie gehen wir damit um? Also, erstmal zwei Dinge dazu. China ist die neue Supermacht. Ich glaube, das wird langsam jedem klar. Die Gefahr, die daraus resultiert, ist, dass sich das autokratische System auch in anderen Ländern verbreitet. Ja? Bei uns in Europa wäre das aber nicht passfähig. Wir müssen mit digitalen Mitteln unser System weiterentwickeln. Ja, wir können nicht in die Geschichte zurück, wo wir autokratische Systeme haben. Das wäre Wahnsinn. Ja. Dieses System, das ich beschrieben habe, das kann für alle Menschen auf der Welt funktionieren. Ja. Europa muss sich digital positionieren, neu erfinden. Wie gesagt, das Silicon Valley Modell funktioniert nicht. Wir müssen den Mut haben, weil uns das Wasser irgendwie bis zum Hals steht, jetzt endlich mal zu schwimmen, was Neues zu probieren. Ich habe Ihnen gesagt, was man machen kann. Die kombinatorische Innovation wird die exponentielle überholen. Dafür brauchen Sie mehr Offenheit. Und wenn das an Dynamik gewinnt, werden auch das Silicon Valley und China reagieren. Das heißt, die Systeme in der ganzen Welt werden sich in diese Richtung entwickeln. Und das werden dann partizipative Systeme sein, in denen wir bottom-up die Gesellschaft mitgestalten. Das wird also die Stärken von Demokratie und Kapitalismus, von intelligentem Design, Evolution miteinander kombinieren. Das heißt, die besten Systeme, die wir kennen, wären dort die Designprinzipien dieses neuen Systems. Wir müssen nur den Mut haben. Es wird sich insgesamt verbreiten. Zum Thema Egoismus. Egoismus selber ist ein Herrschaftsprinzip, das uns anerzogen wird. Ja? Denn damit neutralisieren wir unsere Kräfte gegenseitig. In dem Moment, wo wir die ganze Zeit nur gegenseitig konkurrieren. Nachbar kauft ein neues Auto, wir müssen auch ein neues Auto kaufen. Nachbar streicht das Haus, wir müssen auch das Haus streichen. Und so weiter und so fort. Ja? Bis hin zu Konkurrenz mit uns selber, dass wir uns gegen uns selber wenden. Bin ich intelligent genug, bin ich schön genug, bin ich attraktiv genug, bin ich sexy genug, bin ich was auch immer, reich genug, ja, wenden wir die Kräfte sogar gegen uns. Ja. Das ist Teil des Herrschaftssystems, das wir heutzutage haben, dieses Top-Down-System, nur dadurch funktioniert das. Und das wird uns eingeimpft im Grunde genommen. Ja. Ich sagte Ihnen, jetzt wächst aber alles zusammen und unser Wohlergehen hängt auch vom Wohlergehen der Nachbarn ab. Wenn die nicht gut drauf sind, geht es uns auch nicht gut. Ja, wenn die Nachbarn der Schweiz wirtschaftlich nicht gut dastehen, dann kommen die plötzlich wieder mit neuen Forderungen und es gibt wieder Ärger. Ja? Das heißt, wir müssen lernen, uns als Menschheit wie ein Organismus zu verstehen. Und das führt eben dazu, dass nicht mehr Egoismus im Zentrum steht, sondern dass es eine Art We-Thinking aufkommt. Das ist jetzt die Transformation, die kommen muss. Also tatsächlich ein neues Denken. Das wird passieren und ich glaube, viele junge Menschen sind schon ein bisschen auf diesem Weg. Deswegen kommt uns das auch ein bisschen merkwürdig vor, dass die irgendwie nicht mehr so Karriere machen wollen wie früher und so weiter und so fort. Aber diese Transformation ist auf dem Weg. Ja. Also, ich denke, die Zeit ist
Zeit ist ja sehr kritisch. Und ich glaube, was man jetzt tendenziell sieht, ist immer, dass die Länder zum Teil über so eine stärkere verstärkte Innensicht haben eigentlich. Das spricht etwas gegen die Öffnung, die es ja benötigt, in diesem Land voranzutreiben. Meines Erachtens. Frage an Sie jetzt, welche Kräfte sehen Sie, damit das Wir-Gefühl, sprich auch, dass man sich nicht nur als Nation versteht, sondern als globalen Zusammenhalt irgendwie kreieren kann? Ja, ich glaube, das ist ein Gegentrend zu einer falsch verstandenen Globalisierung, die ein bisschen darauf hinauslief, dass immer größere Regionen der Welt immer einheitlicher reguliert wurden und standardisiert wurden, sodass am Ende lokale und regionale Produkte zum Teil verschwinden, die kulturelle Identität in Frage gestellt und all diese Dinge. Ja? Also diese Vorstellung, es braucht so eine Art Weltregierung, die entscheidet, was jetzt zu passieren hat und jeder hat sich dran zu halten. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Das produziert ein Too-Big-to-Fail-System. Sondern wir brauchen eine resiliente Gesellschaft, also eine krisenfeste Gesellschaft, die auf unerwartete Entwicklungen, wie sie garantiert kommen werden, flexibel reagieren kann. Das erfordert aber Dezentralität und Diversität. Und durch diesen neuen Nationalismus kommt die Diversität und Dezentralität wieder zurück im Grunde genommen. Ja? Wir wollen aber nicht, dass sich jetzt wieder alle abkapseln. Wir müssen Europa neu denken. Ich stelle es mir vor, als ein Europa, sogar eine Welt von Regionen, wo sich die Regionen mit ähnlichen Problemen und Interessen weltweit vernetzen, sodass die Welt schon durch Kräfte zusammengehalten wird, dass es nicht als Gegeneinander gesehen wird, aber eben im Sinne von, ja, wir können unsere eigene kulturelle Identität haben, wir können unseren eigenen Weg nehmen, der Digitalisierung und auch der Erreichung dieser globalen Ziele. Und ich nenne das Glocalization, ja, mit C. Also Think Global, Act Local, experimentieren, voneinander lernen, sich gegenseitig helfen, voranzukommen in der schwierigsten Zeit dieses Planeten, wo tatsächlich die Existenz vieler Menschen davon abhängt, dass wir diese Weltprobleme innerhalb von kurzer Zeit gelöst bekommen. Schau, so langsam ein bisschen auf die Uhr vom Zeitplan hier. Wir haben ja nachher noch Gelegenheit, an den Tisch zu diskutieren. Wir könnten noch eine Frage anfangs nehmen, wenn noch eine gerade im Raum ist, dann nehmen wir noch die. Ja, ja. Also bei uns in der Firma ist es so, dass die Jungen diesen Drive mitbringen und die Entscheidungsträger den eher nicht haben. Ich habe das Gefühl, dass sie das eher aussitzen. Und jetzt meine Frage, wie bringe ich diese Entscheidungsträger dazu, diesen Drive auch mitzugeben? Das ist die schwierigste Frage, die ich habe. Gute Frage. Also man braucht wahrscheinlich mehr jüngere Leute in der Firmenspitze, ja, und auch mehr Dezentralität, das würde ich denken. Also am Ende ist es gerade dieses Kontrollbedürfnis, glaube ich, mit dem man sich selber Hindernisse in den Weg stellt. Das führt zu Unflexibilität, während heutzutage die Entwicklung immer schneller vonstatten gehen. Ich meine, tatsächlich haben wir jedes Jahr im Grunde genommen einen neuen Technologie-Hype. Ja? Ich meine, ein irrsinniges Tempo, was da vorgelegt wird. Ja? Sie können diese Plattform, die Sie eigentlich brauchen, auch gar nicht alleine bauen. Ja? Das würde Ihr Unternehmen, egal wie groß es ist, finanziell wahrscheinlich ausbluten. Beziehungsweise, wenn das fertig ist, dieses System, ist es schon wieder überholt. Ja? Das heißt, Sie müssen schon aus diesem Grund zusammenarbeiten mit anderen, die ähnliche Plattformen brauchen. Die können Sie dann unternehmensspezifisch ausdifferenzieren, dass es eine Identität gibt, dass Sie Wiedererkennungswert haben und so weiter. Aber machen Sie nicht alles selber, das funktioniert nicht mehr. Ich
Wir sind da in dem Sinne so im Paradigmawechsel drin, also von Kontrolle und Wettbewerb, was wir ja immer gekannt haben, mit dem sind wir groß geworden. Es funktioniert irgendwie nicht mehr, wir kommen an Grenzen, müssen das umstellen, aber wir haben Erfolgsrezepte, die haben uns jahrelang groß gemacht und die müssen wir jetzt irgendwo verlassen. Und ich glaube, das ist so eine gute oder nachdenkliche Botschaft jetzt für die Pause. Ja, wie verlassen wir die gewohnten Pfade, wie kommen wir jetzt aus dem raus? Risiken haben wir gesehen, wir haben auch Chancen gesehen und werden uns dann nach der Pause mit dem konkret auseinandersetzen. Was heißt es für uns konkret, wo sind für mich persönlich Risiken, wo sehe ich aber auch für mich Chancen, wo gibt es für die Organisation Risiken, wo gibt es Chancen, mit dem wollen wir uns nach der Pause auseinandersetzen. Wir machen eine 4. Stunde Pause, 4. nach, hören wir wieder rein.